Hallo meine Lieben, heute gibt es mal wieder einen neuen Vlog von mir und zwar bekomme ich heute endlich mein Helix-Piercing und da ist Malinsky und wir fahren jetzt dahin und ich habe unfassbar Angst, mehr als vor meinem Nasenpiercing, das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber ja, let's go! Wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich durfte leider nicht filmen, aber die war super nett. Ich verlinke euch die Seite auch unten in der Infobox und ihren Instagram-Account. Ja, die war voll nett und süß und da ist es. Ich liebe es. Ja. Und ja. Haben Sie noch was dazu zu sagen? Nein, tschüss. Ja. Jetzt habe ich eine Helix. Nice. So, die letzte Videofrequenz war am Freitag, wo es halt gestochen wurde und heute haben wir Sonntag. Ich bin jetzt endlich auch mal dazu gekommen, weiter zu filmen. Dem Helix geht's super und bei mir ist das so, bei Piercings, das war bei einer Nase so, das war bei denen hier auch so. Bei mir blutet das gerne dann nochmal ein bisschen, deswegen sieht das jetzt auch hier hinten ein bisschen bloody aus. Aber es tut nicht mehr weh, ich kann schlafen, aber ich habe mit dem Schlafen keine Probleme, weil das ist ja an den Ohren immer so eine Sache. Ich habe jetzt zwei Nächte damit gut überstanden und man muss halt auf dem Ohr jetzt schlafen. Eigentlich ist das mein Schlafohr, deswegen, aber das ist kein Problem. Ich komme damit gut klar, ist eigentlich super. Es war eine sehr gute Entscheidung, das endlich mal zu machen. Ich bin gespannt, wie lange es denn wirklich zum Abheilen braucht. Wir werden sehen. Und ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr ein paar Fragen habt. Die habe ich mir jetzt angeguckt und werde sie beantworten. Und zwar war die Frage, ob es sehr weh tat. Es ging, also ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Und Tunneldehnen ist viel schlimmer. Ich fand es wirklich nicht schlimm. Ich fand den hier schlimmer. Der ist ja hier am Knorpelansatz. Den fand ich schlimmer als den. Irgendwie reflektiert mein Tunnel heute. Ja, also ich fand es echt nicht schlimm. Das war zack und dann war es durch und danach hat man nichts mehr gemerkt. So. Aber ich habe auch nicht so ein hohes Schmerzempfinden. Das ist halt bei jedem anders. Dann wurde ich noch gefragt, wie viel es gekostet hat. Ich habe dafür 30 Euro bezahlt. Das ist halt von Piercer zu Piercer verschieden. Außerdem war das so eine Aktion, so eine Piercing-Aktion. Es war ein Piercing-Walk-In-Day, wo ich da war. Ich wurde außerdem noch gefragt, ob ich in 2 bis 3 Monaten nochmal ein Update drehen kann. Wie das halt verheilt ist und wie ich damit klarkomme. Und natürlich kann ich das machen, kein Problem. Mache ich gerne. Und ja, sonst hattet ihr auch nicht mehr so viele Fragen. Weil das eben sehr gängiges Piercing ist. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich glaube, diesen Vlog beende ich jetzt. Das ist halt ein kurzer Vlog, aber was soll ich machen? Ich bin unkreativ und wir durften beim PSI ja nicht filmen. Ja, aber wie gesagt, ich komme gut damit klar und die ersten 2-3 Tage sind bei meinen Piercings sonst immer die problematischsten und deswegen denke ich, kann es jetzt auch nur noch bergauf gehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, ihr schaltet beim nächsten Video ein. Ich hoffe, ich mache jetzt wieder regelmäßiger Videos. Ich war ja so ein bisschen abwesend, einfach weil ich ja mich, also das ist mein... Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr, dass mein Freund und ich, also mein mittlerweile Ex-Freund, getrennt sind und deswegen war ich ein bisschen... Aber jetzt geht es langsam wieder bergauf und ja... Deswegen denke ich, werde ich jetzt wieder ein bisschen aktiver werden, auch auf YouTube. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ciao!